liebe Gäste. Wir durchleben aktuell eine Zeit, in der sich nicht nur unser Bundesland, sondern Deutschland, Europa und weite Teile der Welt stark verändern. Wir befinden uns in unserem Bundesland nicht auf der Insel der Seligen. Kriegerische Auseinandersetzungen aus anderen Orten der Welt wirken sich letztendlich mit ihren Konflikten auch in Deutschland, auch in Europa und damit natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern aus. Glücklicherweise bleiben uns dabei Kampfhandlungen wie in anderen Erdteilen erspart, aber Terror und Gewalt haben auch in Deutschland bereits ihre hässliche Fratze gezeigt. Und leider müssen wir auch in unserem Bundesland uns auf einen solchen möglichen Fall vorbereiten. Von der breiten Öffentlichkeit wurde zuletzt gerade auch die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Weihnachtsmärkte in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen. Das Thema innere Sicherheit ist ein grundsätzliches. Es umfasst unser gesamtes Staatswesen in allen seinen Facetten. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht, sicher in Frieden und Freiheit zu leben. Innere Sicherheit ist in jedem Fall eine wesentliche Voraussetzung für die Stabilität des Gemeinwesens. Es ist also primäre Aufgabe des Staates, die innere Sicherheit zu gewährleisten und seine Bürger zu schützen. Und das tut er auch in vielfältigen Bereichen, im Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus, genauso wie bei der Bekämpfung der klassischen Kriminalität und im normalen Vollzug von Gesetzen, beispielsweise im Bereich der Waffengesetze, im Bereich Betäubungsmittelgesetze, bei Kontrollen im Ordnungs- und Versammlungsrecht. Hierbei dürfen aber auf jeden Fall notwendige Mittel der Verbrechensbekämpfung wie die Videoüberwachung, den Zugang zu verschlüsselten Messenger-Diensten oder die Vorratsdatenspeicherung nicht von vornherein skandalisiert werden. Denn wir haben eine Entwicklung in Europa in diesen Bereichen, auf die wir auch als Sicherheitsbehörden, als Staat reagieren müssen können. Und darauf müssen wir uns grundsätzlich einstellen. Das schafft aber so, wie häufig im Rahmen der Skandalisierung, nur ein unangebrachtes Misstrauen gegenüber rechtssicherem Handeln. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen wichtige Befugnisse zur Gefahrenabwehr und zur Terrorismusbekämpfung eingeführt werden. In einer zweiten Stufe werden wir uns dann mit den Auswirkungen von EU-Datenschutzvorgaben auf das SOG befassen. Eine Verzögerung der Novelle ist mit Blick auf die aktuell bestehende Gefährdungssituation in Deutschland schlicht nicht vertretbar. Ich habe daher entschieden, die Regelung einer besonders wichtigen Befugniszahl für die Landespolizei im ersten Schritt vorzuziehen. Natürlich haben wir die Verbandsanhörung dementsprechend gewissenhaft durchgeführt. Zum vorliegenden Gesetzentwurf wurden die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Städte- und Gemeindetag, der Landkreistag angehört. Auch zunächst zum neu eingeführten Unterabschnitt 2, insbesondere zur elektronischen Fußfessel und zur Möglichkeit, Gefährdern Weisungen zu erteilen, sich nur in bestimmten Bereichen aufzuhalten, sprich die sogenannte Aufenthaltsanordnung. Hierzu haben sich bereits alle Innenminister in Deutschland verständigt, dass beides für die Terrorabwehr erforderlich ist. Wir haben im Kreis der EMK ein Verfahren vereinbart, nachdem für das BKA eine Art Muster-SOG erstellt wird, an dem sich dann wiederum die Länder orientieren sollen, damit nicht in jedem eigenen Land wieder eine neue Regelung ist, sondern dass alle nach den gleichen Regelungen verfahren. Ich halte das für vollkommen richtig. Denn beim BKA-Gesetz geht es nur um Fälle, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt. Das ist eben natürlich nicht immer gegeben und genauso hierfür brauchen wir auch die Anpassung unseres Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Verbrecher und Terroristen dürfen keine sicheren Häfen in einzelnen Ländern für ihre Aktivitäten finden, sondern wir brauchen flächendeckende und zwischen den Ländern bestmögliche abgestimmte Befugnisse für die Länderpolizeien. Unsere Polizei muss bundesweit einheitlich agieren können. Genau darauf haben wir uns in der letzten Woche noch einmal in Leipzig verständigt. Und ich glaube, da sollte kein Land einen Abstrich machen, was die Gemeinsamkeit in der Frage der Verbrechensbekämpfung betrifft. Wir müssen jetzt also aktiv werden.
Im Landes-SOG gibt es bisher keine spezielle Befugnis, die eine elektronische Fußfessel für gefährliche Personen, Klammer auf, Gefährder, zulässt. Mit der vorliegenden Gesetzanpassung wollen wir das ändern. So wird es eben auch künftig in Mecklenburg-Vorpommern möglich sein, insbesondere islamistische Gefährdern Aufenthaltsauflagen zu erteilen. Und ganz nach dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, können wir ihnen dann auch die elektronische Fußfessel anlegen. Bislang wurde sie nur bei entlassenen Straftätern eingesetzt, die weiterhin als gefährlich gelten. Es aber niemandem zu vermitteln, weshalb diese Maßnahme also ausgerechnet bei terroristischen Gefährdern nicht ergriffen werden darf. Denn genau darum geht es. Bereits die Vorbereitung einer terroristischen Straftat zu verhindern. Die mit der Fußfessel belegten Personen wissen genau, dass die Sicherheitsbehörden jederzeit wissen, wo sie sich aufhalten. Es ist schlicht zu riskant, wenn wir bekannte Gefährder frei herumlaufen lassen. Es geht um Gefahrenabwehr und wenn wir Anschläge dadurch verhindern können, dass wir diesen Personen Aufenthaltsvorgaben machen, die wir auch kontrollieren können, dann sollten wir das in jedem Fall auch tun. Und das Bundesverfassungsgericht stützt uns ja auch in dieser Einschätzung. Im Urteil zum BKA-Gesetz aus dem vergangenen Jahr heißt es sinngemäß unter anderem, dass auch robustere Befugnisse bei der Abwehr von Gefahren ein legitimes Mittel sind. Darüber reden wir in dem Punkt. Auch erkennt das Bundesverfassungsgericht an, dass die Straftatenverhütung ein wichtiges Ziel ist. Danach sind die Überwachungsmaßnahmen auch dann erlaubt, wenn das Verhalten der Person einen Verdacht nahelegt, dass sie eine terroristische Absicht verfolgen. Denn hier geht es nicht um irgendwelche Kavaliersdelikte, sondern hier geht es eben möglicherweise um dutzendfachen Mord. Bei aller gebotenen Abwägung zwischen Grundrechtseingriffen und der Verhinderung von Anschlägen von solchem Ausmaß muss ja wohl der Schutz von Leib und Leben überwiegen. Rechtsstaatlichen Erfordernissen tragen wir unter anderem dadurch Rechnung, dass eine elektronische Überwachung nur auf Antrag der Leitung der zuständigen Polizeibehörde durch das Gericht angeordnet werden darf. Außerdem können Aufenthaltsvorgaben nur für maximal 3 Monate durch die Polizei angeordnet werden. Bei einer Verlängerung wäre demzufolge eine weitere gerichtliche Entscheidung notwendig. Der zweite wichtige Punkt in der SOG-Novellierung betrifft den Einsatz von Bodycams. Denn immer mehr Polizisten beklagen eine zunehmende Respektlosigkeit und wachsende Aggressivität der Polizei gegenüber. Beim G20-Gipfel in Hamburg ist dieses Verhalten sogar absolut eskaliert. Und ich finde es beschämend, dass die Beamtinnen und Beamten, die für unser aller Sicherheit Sorge tragen, in dem Zusammenhang zum Teil so angefeindet werden. Nach meiner festen Überzeugung lassen sich potenzielle Gewalttäter durch mögliche Videoaufnahmen mit Bodycams von solchen Taten eher nicht beflügeln, sondern eher abschrecken. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung, weswegen in vielen Ländern bereits die Einführung der Bodycams erfolgt. Diese Möglichkeit möchten wir jetzt auch bei uns einführen. Damit setzen wir eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Anfang 2018 wird ein entsprechendes Pilotprojekt anlaufen. Im Landeshaushalt sind die dafür notwendigen 70.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wir schauen dann zunächst, ob sich dieser Einsatz bewährt hat und entscheiden dann über das weitere Vorgehen. Vom Einsatz der Bodycams versprechen wir vor allen Dingen die Möglichkeit, gefährliche Einzelsituationen beweissicher zu dokumentieren. Es geht um die Eigensicherung der Beamtinnen und Beamten und um den Schutz Dritter. Dass die Aufzeichnungen offen erfolgen, wird in vielen Fällen zur Deeskalation der Lagen in den jeweiligen Einsatzsituationen führen. Das ist die feste Überzeugung der Experten und hat sich ja auch schon in vielen Ländern als solches dargelegt. Bislang fehlt uns aber die Möglichkeit, den Einsatz der Bodycams durchzuführen, die ausdrückliche Rechtsgrundlage. Mit der hier vorgeschlagenen Gesetzesanpassung würden wir nun dem Beispiel zahlreicher anderer Bundesländer folgen. Mit dem Gesetz schließen wir aus, dass Videos ohne Anlass auf Vorrat aufgenommen werden. Ein Einsatz darf nur zum Zweck erfolgen, die hochrangigen Rechtsgüter
Leib und Leben zu schützen. Und ich denke, das ist auch gut so. Das Gesetz verhindert auch, dass Fehlaufzeichnungen durch die Beamtinnen und Beamten ausgelöst werden können. Die Aufzeichnung der Einsatzsituation auf einem Zwischenspeicher führt dazu, dass die Beamten wirklich erst ab dem Moment die eigentliche dauerhafte Aufnahme aktivieren müssen, indem die Situation brenzlig wird oder eskaliert, wie auch immer wir das bezeichnen. In diesem Fall wird nämlich in die Zeit vor der Aktivierung der dauerhaften Aufnahme vom Zwischenspeicher zur eigentlichen Aufnahme hinzugefügt und es kann anschließend nachvollzogen werden, wie sich die Gefahrensituation angebahnt hat, beziehungsweise auch, ob die Aufnahme rechtmäßig ausgelöst worden ist. Auch die Frage kann es ja durchaus geben. Sollte eine Aufnahme nicht aktiviert werden, löscht sich der Zwischenspeicher fortlaufend automatisch. In den Verbandsanhörungen hat insbesondere die Gewerkschaft der Polizei begrüßt, dass Befugnisse zum Einsatz von Bodycams eingeführt werden sollen. Gleichwohl muss ich sagen, dass ich mir, wie die GdP auch gewünscht hat, mehr als nur ein Pilotprojekt gewünscht hätte, aber das eine Pilotprojekt sollte im Ergebnis ausreichen, um zu positiver Einschätzung zu kommen. Denn ich bin mir sicher, dass die Testphase erfolgreich verlaufen wird, wie sie auch in anderen Regionen erfolgreich verlaufen ist. Außerdem unterstützt uns der Datenschutzbeauftragte unser Vorgehen, die Bodycams über ein solches Pilotprojekt einzuführen. Das ist bei solchen Anhörungen ja nicht immer ganz selbstverständlich, was den Datenschutz betrifft, aber es ist vor allen Dingen nicht unwichtig, dass wir ja gemeinsam tragfähige Voraussetzungen schaffen. Deswegen bin ich dem Datenschutzbeauftragten auch dankbar, dass wir über diesen Weg zu einem tragfähigen Projekt kommen. Unterm Strich steht also ein solides Ergebnis, dass die Handlungsfähigkeit der Polizei gerade im Hinblick auf die Gefahrenabwehr und Terrorismusbekämpfung stärken wird. Der Fraktion der Linken würde ich gerne noch mal mit auf den Weg geben, die Einführung von Bodycams. Ich rede aus der Vergangenheit, was die Pressemitteilung zu dem Thema betrafen. Der Einsatz von Bodycams ist natürlich kein Ersatz für Polizisten. Soll er auch überhaupt nicht sein für mehr, sondern er soll zu den Punkten dienen, die ich hier bereits ausgeführt habe. Aber da Sie ja im gestrigen Haushalt die Voraussetzung geschaffen haben, dass wir in den nächsten Jahren statt 5.800 auf 6.050 aufwachsen können, sind sozusagen beide Voraussetzungen geschaffen. Damit haben wir dann auch verdeutlicht, ja, das SOG ist ein Baustein für mehr Sicherheit, aber es gibt bekanntermaßen natürlich noch Themen und Bausteine innerhalb des SOGs, die in den jeweiligen Beratungen diskutiert werden. Und viele von den Themen sind in den letzten Wochen immer wieder schon diskutiert worden, wie finaler Rettungsschuss und andere Dinge. Das sind aber Bestandteile, die dann im Rahmen der neuen Lesung beraten und auch gegebenenfalls eingeführt werden. Was mir wichtig ist an dem Punkt ist, der Mecklenburg-Vorpommern hat sich lange beim Bund dafür stark gemacht, dass die Voraussetzungen beim Bund geschaffen werden, dass die Zollbeamten im Zweifelfall auch Regelungen erhalten, die eine Möglichkeit schaffen, dann die landespolizeilichen Befugnisse mit zu flankieren. Der Bund hat jetzt diese Voraussetzung geschaffen und dann ist es natürlich folgerichtig, dass auch wir dementsprechend in der nächsten Novellierung diese Fragen mit rechtlich auf sichere Füße stellen. Auch das ist eine Forderung, die über viele Jahre schon immer wieder aufgebracht worden ist und denke, eine gute Regelung. Das wird jedoch Gegenstand einer neuen Lesung eines SOGs sein. Zum vorliegenden Gesetzentwurf wünsche ich mir konstruktive Beratungen und bedanke mich schon im Voraus bei allen, die sich in die Diskussion mit eingebracht haben, um die Sicherheit im Land zu verbessern, aber auch um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Sicherheit in der Handlungsfähigkeit zu geben. Recht herzlichen Dank. Danke, Herr Minister. Ehe ich zum weiteren Verfahrensablauf komme, möchte ich es nicht versäumen, noch die Bürger.